Hallo und herzlich willkommen zu Robert's Classic Shave. Heute auf Deutsch ein extra Video, kein Rasiervideo, ein Unboxing-Video. Auf Deutsch deswegen, weil ich Ware aus Deutschland bekommen habe. Und hier, das ist ein Unboxing von Klaus rasiert sich. Da habe ich ein schönes kleines Geschenkspaket bekommen. Aufmerksamkeit, eine Unterstützung für meinen Kanal von Klaus. Klaus, bekannt von seinem Kanal Klaus rasiert sich, den ich auch sehr gerne folge, dem Kanal. Und ja, immer mit freudiger Erwartung auf jedes seiner Video dann auch anschaue. Heute angekommen, frisch. Und heute angekommen auch ein Unboxing, ein kleineres von AliExpress. Das sollte vor 6 Wochen schon angekommen sein. Mit den anderen Produkten, die damals schon angekommen sind. Jetzt ist auch endlich das eingetreten hier. Gut, ihr werdet sehen, aber erst machen wir mal die Kappe auf vom Klaus hier. Mein Küchenmesser Swiss Line, Switzerland. Da möchten wir das aufmachen. So, hier. Ein bisschen zurück. So, nehmen wir das Papier heraus. Hier. Da ist einiges drin. So, dann schauen wir mal hier, was das ist. Das ist eine Rasierseife von Vergulde Hand. Und dann ist nochmal eine hier. Hand. Nochmal. Hier ein, ein Balm. Das ist der, das ist der Aftershave Balm davon. Von der Vergulde Hand. Und dann habe ich so ein paar, Proben drin. OSP Lemon. Dann das Rebel Glühwein. Norbeck Elixier. Nochmal etwas, Orange. OSP Orange, dann Sony Lan. Interessante Farben. Alles ein bisschen andere Farben. Und hier ist OR Burper. Ich weiß nicht. Oder Pfeffer. OR Burper. Sehe ich mal. Das ist geil. Das ist echt geil. Und Schokolade mit irgendetwas gemischt. Das ist wirklich, ja. Und Rebel Apfelstrill. Schauen wir mal, was die Nase sagt. Apfelstrudel. Die sagt Apfelstrudel. Original. So was kann ich sagen, Apfelstrudel. Apfelstrudel kennen. Kein Problem. Und jetzt sind noch ein paar Kringeln drin. So ein Päckchen. So. Hier, Smooth Shave von Hammer. Kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gehabt. Würde mich sehr freuen, die auch auszuprobieren. Dann hier ist nochmal irgendwie ein Parfüm in so einem, oder ja, in so einer speziellen. Ich weiß nicht, was drauf steht. Das ist aber schon ein Duft. Abink fängt mit A an, geht mit B weiter. Ypsil Abink. Abink jetzt, weiß ich nicht, ob ich das richtig lese. Dann hier die Derby Premium. Ein Paket. Das sind, glaube ich, die Lieblingsrasierklingen von Klaus. Wenn ich mich nicht täusche. Auch da bitte eine Korrektur. Dann hier, das sind die von Amazon, ihr Amazon Choice, die Salimo Rasierklingen. Habe ich auch nie probiert. Freue ich mich auch sehr darauf. Und dann hier von My Blades habe ich 2 mit 10 Stück drin. Und dann nochmal 4. 4 mit 5 Klingen drin. Das sind neue Klingen, die auf einer ökologischen Basis gemacht sind, als 80%. Also kriege ich hier ökologisch hergestellte Klingen. Also, und Astorbic Stainless, da freue ich mich auch schon jetzt. Da sagen wir auch viele, dass die sehr scharf ist, sehr gut ist und nicht so leicht wie die Fässer, ein bisschen vergebender. Da freue ich mich jetzt schon auf die Astorbic. Und da habe ich noch was. Hier nochmal ein Duft Pepper. Hier nochmal. Ja, Pepper, da würde ich mich sehr freuen, das in meine Rasiervideos einzubinden, Rasiervideos davon zu machen. Das würde mich sehr freuen.
tue ich dann alles wieder rein in die Schachtel jetzt mal. Mal ein bisschen Luftproben. Sonnenlein. Das ist so fruchtig-grasig, aber sehr angenehm. Wo ist hier Lemon? Lemon, aber auch mit irgendwelchen, ja, so Lemongras eher, denke ich mir. Das ist Apfelstrudel, haben wir gerochen, purer Apfelstrudel. Das Bipper, oder wie das heißt, der Brepper, das ist ja nicht so eine ganz schöne Schokolade. Dann hier Orange OSP. Da rieche ich jetzt so hier nicht die Orange heraus, aber wahrscheinlich, wenn man die dann aufschlägt, dann kommt dann die Orange heraus. Dann hier Glühwein. Schau mal. Gibt auch hier Glühwein zu kaufen. Ja, von Nürnberger Köstlingsmarkt. Ja, ja, das ist Glühwein. Das ist ja sehr schön. Sehr schöner Glühwein. Und der Elixier von Norbeck. Der kleine Norbeck. Das ist sehr elegant. Sehr elegant. Jetzt mache ich mal einfach mal eine Packung von der Vergolte Hand auf. Ich mache mal so frech. Mache ich mal einfach auf. Okay, mal geöffnet. So ein Puck drin. Irgendwie auf eine Art erinnert mich das auf ein bisschen, also nicht ganz so auf das 47F Kölnisch, was also mich jetzt, was mich das jetzt erinnert. Ist also wirklich an die, ja, so das andere, das werde ich dann, wenn dann zum Rasiervideos kommt, dann werde ich das dann ausprobieren, testen, wie dann die Duftnoten sind und prüfen bei dem Bildchen, was da dabei sind. Das werde ich dann, wenn ich zu den Videos komme, dann werde ich das dann machen. Und hier, das geht jetzt kurz. Ali hat mir auch was geschickt. AliExpress, nicht Ali, AliExpress. Diese wunderschöne Titel von AliExpress. Ja, sehr schön, sehr schön. Nicht widerspenstig wie immer. Und hier habe ich eine Squeezy Spritzflasche, zweite hier. Bisschen schönere wie die grüne. Grüne ist in Küche, der im Kühlschrank hält, Wasser kalt. So, kann man sich hier so Wasser einfüllen, kaltes. Und dann spart man Wasser beim Rasieren. Vorzeigeeffekt kaputt. Muss ich? Na, schauen. Ah, jetzt kurz. Oh. Aha. Wow, Wahnsinn. Also. Ah, sehr schön. Sehr schön. So, danke zum, fürs Zuschauen. Danke an alle Abonnenten, neue und alten. Liked, subscribed, hit die Glocke und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss, euer Robert von Roberts Classic Chef.